So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier bei Rollercoaster Tycoon 3. Ich bin euer Picus LP und jetzt haben wir schon Folge 3. Wir haben in der letzten die Achterbahn gebaut, den Burgerstand, die Eisdiele hier unten und die Sturmflut. Ich würde sagen, wir fangen diesmal erstmal wieder mit was Kleinerem an. Bauen wir hier einfach mal jetzt wieder was Kleines hier. Wo haben wir es denn hier? Nehmen wir mal so ein Karussell. Das ist ja für kleine Kinder immer ganz schön. Bauen wir das hier gleich mal irgendwo hier an den Anfang. Genau. So, wir stellen. Wir können hier auch wieder was Spezielles nehmen. Gibt es hier irgendwas? Nee, ich finde, das passt alles nicht so ganz so gut zu dem Karussell. Aber wir bauen jetzt hier einfach mal die Wege ran. So, den anderen Weg noch eben. So. Genau. Jetzt haben wir hier wieder das Karussell, also hier den Weg zum Karussell gebaut, so rum. Details, Karussell, wie nennen wir das denn? Ich würde es einfach nur Karussell nennen. Also ich hätte jetzt vielleicht sowas wie Pferdefahrt oder sowas genauer. Das könnte auch. Es gibt auch noch später so eine andere Attraktion, wo man wirklich auf so Pferden so einen Weg, glaube ich, abfahren kann, wenn ich mich richtig erinnere. Und deswegen würde ich das jetzt einfach so lassen. Wir öffnen das. Und jetzt können die Leute hier schön zum Karussell gehen. Wir hatten in der letzten Folge noch die Information bekommen, dass ja mehr Essenstände gebaut werden sollen. Da waren wir hier hinten dran. Und ich würde sagen, wir bauen ja auch mal, wie dort hinten ist, nochmal so einen kleinen Parkabschnitt. Wir grenzen hier einfach mal so einen kleinen Weg ein. Machen wir das einfach mal so. Genau, bauen wir das hier einfach mal so rum. Und bauen dann hier so ein paar kleine Dinge hin. Was passt hier denn hin? Ein ganz normale Holzrohr. Gut gemacht. Sie haben das Anfängerlevel bestanden. Jetzt ist es an der Zeit, die Unternehmerziele in Angriff zu nehmen. Gut. Ja, dann haben wir das erst ja schon geschafft. Wir gucken gleich mal, was die Unternehmerziele sind. Aber erstmal baue ich jetzt hier nochmal ein paar Bänke hin. Baue ich hier einfach immer gegenüber. Hier zwei hin. Und hier zwei hin. So. Fotos stellen. Wir bauen hier einfach mal so eine kleine Fotostelle hin. Da können die Leute dann so ein schönes kleines Foto machen lassen. So, was haben wir hier noch? Mülleimer, natürlich. Mülleimer sind wichtig. Und deswegen bauen wir hier jeweils immer einen Mülleimer so dazwischen. Hier auf die Seite können wir auch nochmal einstellen. Damit die Leute sich hier hinsetzen können, aber trotzdem ihren Mülleimer haben, um alles wegzuschmeißen, was sie an Müll bekommen, weil man bei den Burgerständen wird immer mehr Müll produziert. So, eine kleine Hecke ist auch nicht verkehrt. Bauen wir einfach mal eine kleine Hecke rein überall. So, außenrum noch, damit es einfach schöner aussieht. So, dann haben wir da unseren kleinen Abschnitt. Wir können hier nochmal so gegenüber das stellen. Einfach damit das so ein bisschen eingebunden wirkt. Ich überlege gerade, wir können hier so Blumenbeete hinmachen, aber davon sieht man dort leider so wenig. Wir können hier mal welche hinsetzen und so. Wir nehmen mal so das Herz hier. Setze ich einfach mal so dorthin. Ein Kegelschnitt. Gut, der ist jetzt nicht sonderlich spannend. Aber er kann ganz schön aussehen. So mache ich einfach an jede Ecke mal eins. Und das Kleeblatt. Hier habe ich es jetzt ausgewählt. Ja, jetzt habe ich es.
mache ich so in die Mitte. Und dann können wir hier noch so hier noch ein Bäumchen hinstellen. Ich drehe das mal eben. So, was haben wir denn hier noch so Schönes? Stell hier einfach mal, gibt es hier noch so eine kleinen Bäume, die nur auf ein Feld, also auf einen Teil des Feldes fixiert sind. Nein, die sind auch größer alle. Ah, hier haben wir noch ein Eichhörnchen. Dann strich ich das mal. So, und dann können wir, genau, hier können wir jetzt noch so schön, hier zum Beispiel, ah, die sind zu groß. Gibt es hier denn irgendwelche Sachen, die nur auf einen Teil fixiert sind? Also auf einen Teil des Feldes? Die sind alle so groß. Ja, hier so einen kleinen Brocken. Stell einfach mal da so hin. Pferdestatue ist zu groß. Überall hört man hier die Menschen kotzen, das ist ja schön. So sicherster Park, ne? Das ist doch eine gute Auszeichnung. Da freut man sich doch, wenn man das hören kann. Ah, hier. Das ist doch schön. Dann bauen wir hier drüben mal noch eins hin. Dann drehe ich das eben. So, aber man muss ja auch nicht alles zupflastern hier eigentlich. Ich denke, das passt schon so. Das ist jetzt vielleicht nicht der schönste Parkabschnitt, aber es ist ein Parkabschnitt. Hier ist jetzt zum Beispiel auch Müll hingeworfen worden, hier an die Stelle. Das ist natürlich nicht so toll, weil wofür hat man hier überall die Mülleimer? Aber manche Parkbesucher sind eben einfach unmöglich. So, ich stelle hier drüben auch nochmal einen Eisstand hin. Einfach mal hier hin. So. Wie nennen wir das dann? Wir nennen es einfach mal Lecker Schmecker. So. Die Eisdiele Lecker Schmecker hat jetzt auch geöffnet. Wir haben jetzt hier. Haben wir jetzt. Doch. Leider nur ein paar Besucher. Wir müssen noch mehr Menschen nach hier hinten bringen irgendwie. Vielleicht noch die ein oder andere Attraktion hinstellen, die sie hier gut leiden können. Was haben wir denn Schönes? Ich weiß gar nicht, hatten wir jetzt hier wieder was Neues bekommen irgendwie? Sowas in der Art haben wir schon. Luftkatapult ist natürlich auch was Schönes. Kettenkarussell. Ich glaube, dieses Jahr hatten wir neu bekommen. Wall of Plane. Ich würde sagen, das bauen wir jetzt einfach mal hier hin. Auf die andere Seite können wir eh nicht so viel packen. Ne? So nochmal drehen. War am Anfang schon richtig. Genau, baue ich jetzt hier. Wie kommt man denn hier am besten rum? Dann baue ich das so dorthin. Genau, und mach den Ausgang hier hin. Weil dann kann ich hier den Ausgang. Das habe ich ja super gebaut. Ich will eigentlich. Na gut, ich kann den auch hier zurückführen. Aber ich möchte jetzt. Nein, wo ist das? Wo kann ich denn. So, ich gucke gerade, wo ich hier Wegstücke weg. Ach, einfach mit der rechten Maustaste, okay. So, dann baue ich hier das aber jetzt nicht ganz so wild, sondern baue nur einmal so rum. Und kann das in Betrieb nehmen. Warte, wie heißt denn das? Wall of Plane. Ohne die 1. Ich denke, das ist immer eigentlich ganz schön, aber. Also die Namen, die sie hier schon gegeben bekommen haben,
genau, gegeben bekommen haben. Irgendwie so. Jedenfalls, die sind eigentlich schon ganz schön, aber die Einsen und sowas und die Zahlen dahinter sind halt einfach nicht passend. Weil, bist du schon mal im Park gegangen und hast da gesehen, irgendwie Warplane 1? Ich jetzt nicht so persönlich. Geschweige denn einen zweiten Teil davon. Gut, hier unten gehen die Leute immer noch gerne rein. Was sagen denn überhaupt unsere Finanzen? Neue Attraktionen. Tagada. Das hört sich ja toll an. Kann man das irgendwie angucken, genau? Ach, da unten. Gut, können wir auch noch gleich bauen, so ist es ja nicht. Können wir irgendwie Finanzen, genau. Gut, mal gucken, ob wir da durchsteigen. Was haben wir denn hier Schönes? Dum, 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 dum. Ich glaube, rote Zahlen sind ja echt nicht so gut, oder? Müssen wir mal gucken. Ja, hier haben wir auch viel Geld ausgegeben wegen der. Oder war das hier? Wegen der Achterbahn? Aber wir sind ja gerade auch noch am Parkaufbau, so ist es ja nicht. So, wo haben wir das? Hier, genau. Wollten wir uns doch angucken. Unternehmer. Müssen 500 Besucher in den Park bringen. Das haben wir sogar schon fast geschafft. So ein Mindestverkehrswert von 60.000. Das könnte durchaus noch etwas dauern. Aber wir haben ja immerhin jetzt immer mehr schöne Attraktionen hier, die alle Freude machen. Auch wenn ich es schade finde, dass so wenig Leute zu unserer schönen Achterbahn hier kommen. Aber man kann es eben nicht allen Menschen recht machen. So, wir wollten jetzt hier. Ah, hier ist übrigens das Transport auf dem Wasser. Wir haben bloß leider kein Wasser hier, wenn ich das richtig sehe. Wir wollten. Genau, hier, Tagada. So. Wir können es hier eigentlich direkt daneben stellen. Sie haben eine Auszeichnung erhalten. Beste Zuverlässigkeit. Ja, das ist gut. So. Genau, ich stelle das hier jetzt einfach mal so daneben und den da ran und dann baue ich das so. Und das baue ich hier einfach mal so rum. Genau, dann mache ich das hier eben wieder weg und kann das wieder umbenennen als normale. Ich nenne es jetzt einfach mal Drehschüssel. Finde ich schöner als Tagada. Weil wer kann sich schon was unter dem Namen Tagada vorstellen, ne? Gut, ich hoffe, dass es gerade nicht zu laut ist, weil draußen irgendwelche Leute rumschreien. Ich hoffe, das hört man nicht. Aber das sollte uns ja jetzt eigentlich nicht weiter stören. So, mal gucken, was haben wir denn hier Schönes? Jetzt haben wir diese ganzen Sachen aufgestellt. Jetzt können wir noch. Was wollte ich denn jetzt nochmal an die Informationen? Geldautomaten? Natürlich, natürlich brauchen die Leute hier einen Geldautomaten. Das ist doch nie verkehrt. Ich stell den einfach mal hier so daneben hin. Gut, jetzt können die Leute hier schön neue Geld abheben. Und was sagen hier die. Warte, wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Hier. Gesamtgewinn 28 gerade mal. Ja, muss wahrscheinlich jetzt erstmal ein Stückchen der Zeit vergehen, weil wir das ja gerade erst gebaut haben. Genauso wie das andere dorthin, die Drehschüssel.
ist auch gerade erst neu gebaut. Muss man also gucken, wie man das macht, dass das noch Gewinn abwirft. Aber sollte eigentlich kein Problem sein. Wir haben jetzt hier eigentlich schon ganz gut Besucher drin. Wir haben jetzt auch schon über 500, was ja unsere Aufgabe war. Und jetzt können wir hier, warte, wo ist denn das? Marketingkampagnen. Wir haben hier Coupons für kostenlose Attraktionen oder Werbekampagne für Park. Wir machen hier einfach mal eine Werbekampagne für den Park. So eine Schülerzeitung. Weil, ich meine, welche Schüler sagen sich nicht, da überreden wir jetzt die Eltern dazu, dass wir zu dem schönen Park gehen. Deswegen nehmen wir einfach mal die Schülerzeitung. Für 2 Wochen. Genau, und jetzt kann ich mal gucken hier. Hier können wir auch wieder in die Schülerzeitung das machen. Und eine Attraktion auswählen. So, wo haben wir das denn? Drehschüssel, lecker Karussell. Hier die wilde Fahrt nehmen wir nämlich dafür einfach mal. Für 2 Wochen. Können wir auch mal 3 Wochen machen. Okay. Dann haben wir damit jetzt angefangen und jetzt sollten noch mehr Menschen hier reinkommen. Die stehen ja jetzt wahnsinnig lange schon an. Man kann natürlich... Das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen doof sein, aber ich nehme mal eben das kurz so außer Betrieb. Und baue den Weg hier jetzt etwas größer. Na? Doch, ihr findet den Weg wieder zurück. So. Dann baue ich den jetzt einfach mal so hier ran. Genau. Jetzt kann ich das hier auch wieder in Betrieb nehmen. Jetzt kann es wieder laufen. Funktioniert doch alles. So, hier hinten ist noch alles gut. Hier vorne auch. Beste Zuverlässigkeit. Hatten wir das nicht gerade erst die Information, dass wir die beste Zuverlässigkeit haben? Ich meine, natürlich ist was Schönes, so. Ich dachte, dass wir das schon hatten. So. Ich sag ziemlich oft so, kann das sein? Ich glaube schon. Aber es sollte ja kein Stand. Wir machen hier einfach mal noch einen zweiten Ballonstand hin. So. Schon wieder. Ist ja schlimm. Wir bauen den hier hinten hin. Und machen die. Wir haben die anderen rot, dann machen wir die jetzt. So ein dunkles Grün machen wir mal. So. Dann erstellen wir die. Aha, wir können hier einfach die Ballonreise so. Jetzt haben wir hier noch grüne Luftballons. Das klappt ja jetzt alles ganz gut hier. Wir können natürlich noch schon wieder eine Auszeichnung. Schönster Park. Ach, wie wir hier mit Auszeichnungen überhäuft werden. Das ist ja was Tolles. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben schon wieder 19 Minuten vorbei. Ich würde sagen, das war's dann schon wieder für diese Folge. Wir können ja in der nächsten Folge gucken, was wir hier bauen. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir bauen hier diesen Herschel's Kissing Tower, aber der kostet so viel. Vielleicht finden wir noch andere Attraktionen, die etwas weniger kosten, die wir noch bauen können. Oder ob wir vielleicht einfach mal den Park ein bisschen schöner gestalten. Ihr seid auch so ein bisschen gefragt. Ihr könnt das ja immer ein bisschen was in die Kommentare schreiben, sagen, wie ich das am besten weiterbauen soll. Neue Ideen sind immer gerne angenommen. Und ich hoffe, ihr schaltet dann morgen zur nächsten Folge wieder ein. Das ist ja jetzt hier schon die...
Welche Folge haben wir denn? Die dritte oder vierte? Ich glaube, die dritte. Genau. Also ihr könnt morgen zur nächsten Folge wieder einschalten. Und ich hoffe, dass ihr noch einen schönen Tag habt. Bis dann. Ciao.